Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wartet nicht auf das Event oder einen Sonnenblitz. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 5. Juli 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben die verschiedenen Möglichkeiten untersucht und erforscht, die ihr alle habt, um euer höheres Selbst hereinzulassen und zu jener fünftdimensionalen Version von euch selbst zu werden, zu der ihr auf Vollzeitbasis bestimmt seid, sie zu sein. Wir haben bemerkt, dass ihr euer höheres Selbst am ehesten dann übernehmen lasst, wenn ihr lacht, spielt und all eure Sorgen und Ängste und sogar all die Ziele, die ihr euch selbst gesetzt habt, loslasst. Ihr werdet zu eurem wahren Selbst, wenn ihr all das loslasst, was euch alle festgefahren hat und euch daran hindert, euer Leben in vollen Zügen zu genießen. Wir werden auch Zeuge derer, die sich so sehr bemühen, ihr höheres Selbst zu werden, aufzusteigen, bevor der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und wir sehen jene Menschen, die größtenteils darum kämpfen, auch nur einen flüchtigen Blick auf diese fünftdimensionale Energie zu erhaschen. Was wir euch jetzt sagen wollen ist, dass es möglich ist, so zu leben, zu handeln, zu denken und zu wissen, wie euer höheres Selbst, solange ihr noch dort in der vierten Dimension seid und darauf wartet, dass der Rest der Menschheit bereit ist, sich zu verändern. Und wir sagen auch, dass es diejenigen gibt, die kämpfen und danach streben, sich von den Begrenzungen der vierten Dimension zu befreien, bevor sie dazu bereit sind und sicherlich bevor der Rest der Menschheit bereit ist. Ihr müsst durch eure eigenen Prüfungen und Drangsale an diesem Punkt in eurem Leben entdeckt haben, dass Versuch und Anstrengung euch gewöhnlich genau dort festhalten, wo ihr seid, während Loslassen, Hingabe und die Suche nach der Freude im Augenblick die Schlüssel sind, um das Himmelsreich, das in euch existiert, aufzuschließen. Ihr seid da, um zu versuchen und es immer wieder zu versuchen, sodass ihr von selbst zu dieser Erkenntnis kommen könnt. Ihr wollt merken, wie viel einfacher das Leben ist, wenn ihr die Dinge sich in ihrem perfekten Timing entfalten lasst, und ihr seid da, um die Reise zu genießen. Ihr seid da, um die Fahrt in den fünftdimensionalen Bereich, den fünftdimensionalen Frequenzbereich zu genießen. Und so müsst ihr trotz all des Chaos und all des Aufruhrs, den ihr derzeit auf dem Planeten Erde erlebt, immer noch einen Weg zur Erleuchtung finden, wenn ihr das jemals mit eurem Verstand durchstehen wollt. Ihr alle müsst jetzt loslassen und versuchen, es herauszufinden, Schuld einzustufen, Muster zu erkennen und Punkte zu verbinden. Geht nach draußen und amüsiert euch. Das ist unser Rezept für euch alle. Auf diese Weise werdet ihr inspiriert und auf diese Weise werdet ihr definitiv einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, euer höheres Selbst, euer fünftdimensionales Selbst zu sein, genau hier und jetzt, ohne dass ein Event oder ein Sonnenblitz nötig sind. Gebt euch selbst diesen Geschmack und seht, wie süß es ist, wenn ihr nach mehr Gelegenheiten sucht, zu lachen, zu singen, zu spielen und Freude im Leben in all ihren vielen Formen zu erfahren. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.